begrüße jetzt Jan Feddersen, er ist Redakteur der Taz. Wir haben gerade dem Podium beigewohnt. Musik, welche Dramaturgien brauchen Großereignisse? Herr Feddersen, was macht für Sie überhaupt ein Großereignis aus? Oder was macht ein Großereignis zu einem Großereignis? Also erstmal ist, wie das Wort schon sagt, ein Großereignis dann eines, wenn es groß ist. Und es gibt aber das Neue, also quasi das, was wir ja dann auch so neudeutsch Event nennen. Da kommt man zusammen, um jetzt nicht nur die kulturelle Darbietung überhaupt zu genießen, sondern eigentlich auch sich selber. Das heißt, man genießt, dahin zu gehen, man genießt, Freude zu haben, man genießt sozusagen, gehoben zu werden. Das ist immer noch kein besonderer Unterschied zu Leuten, die früher in die Oper gegangen sind, denn die hatten eigentlich auch keinen anderen Zweck im Kopf. Die haben dann immer nur so kunstreligiös getan. Aber was heute, glaube ich, der Punkt ist, dass das im Grunde genommen ein Publikum ist, das ganz und gar willig auf eine ganz bestimmte Form von, ja, auch medialer, crossmedialer Inszenierung einzugehen bereit ist. Okay, also man kann ja auch sagen, große Ereignisse sind dazu da, natürlich unter anderem auch andere Ereignisse, aber vornehmend auch Emotionen bei Menschen zu wecken. Ja. Die Frage, wann haben Sie das letzte Mal wirkliche Emotionen bei einem Großereignis gehabt? Ach, da gibt es wirklich etliches. Also nun hat das auch immer ein bisschen was mit dem Älterwerden zu tun, dass einen in der Jugendzeit eher so Ereignisse auch wirklich zu erfassen vermögen. Aber ich kann mich an eine Geschichte erinnern, bei Olympischen Spielen in Vancouver, da war ich wirklich völlig von den Socken, weil das so spannend war. Und das habe ich natürlich am Fernsehen gesehen, also wo man eben solche Ereignisse auch gerade im Sport am besten verfolgt. Und im Entertainment-Bereich, würde ich sagen, war das ein Barbara Streisand-Konzert in der Waldbühne. Das lebte extrem davon, dass ich irgendwie wusste, in diesem Leben würde ich sie nur einmal bei einem Konzert sehen. Und das war da der Fall und das war außergewöhnlich. Kann man solche Emotionen dann auch noch rational reflektieren? Ist das möglich? Man kann das denn wie bei jeder guten Entertainment oder Text oder überhaupt Liedexegese, kann man das probieren und kann sich darüber Rechenschaft ablegen. Aber ob einem das jetzt in einem körperlichen Sinne ganz und gar gelingen wird, das glaube ich nicht. Also ich will da jetzt gar nicht religiös werden, aber so ganz, glaube ich, schafft man das nicht. Also weil das auch so viel, sag ich mal, menschlichen Urschleim berührt. Und zwar bei jedem, der diese Erlebnisse kennt. Ja, das andere, was ja auch, oder was man beobachtet, dass halt Großereignisse Gemeinschaftsgefühle erzeugen können oder natürlich auch in der Lage sind, diese hervorzurufen. Birgt dieses auch vielleicht Gefahren? Sehen Sie da welche? Es liegt in einem Gefahr. Es liegt im Frühling Gefahr, dass es bald Sommer wird. Es liegt im Schnee Gefahr, dass er bald taut. Also was soll man dazu sagen? Also ich finde die Frage schön, aber sympathisch, weil ich finde, in Ihrem Alter hat man das Recht, solche Fragen zu stellen. In meinem Alter würde ich dann irgendwie sagen, das Leben ist Gefahr als solches.